Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der gesunden Haar- und Körperpflege. Ich weiß, es ist ein Zettel her, ich bin jetzt wirklich eine Weile abstinent gewesen, allerdings haben sich in dieser Zeit doch einige Ereignisse, muss man sagen, zugetragen, vor allem für die deutschsprachige Pomadeszene. Deswegen habe ich eigentlich immer abgewartet, was vielleicht noch kommt, was vielleicht noch käme, ob ich dann noch einen Zusatz geben müsse, wie auch immer. Wollte das dann allerdings nicht so unkommentiert, beziehungsweise, einfach leer im Raum stehen lassen. Wie vielleicht viele von euch mitgekriegt haben, der Pomadeshop hat sich personell neu aufgestellt in seinem Produktangebot durchaus und ebenso natürlich auch in seiner YouTube-Präsentation. Unsere allseits geliebten Montagsvideos sind verschwunden, kann man sagen, gehören scheinbar der Geschichte an. Ebenso wie ich sehr bedauere Andi Kreuzer, der nun doch auch in der Interaktion das Öffentlichkeitsbild des Pomadeshops war. Scheinbar hat Stan Soldan, der Inhaber ja des Pomadeshops ist, beschlossen, er muss den Pomadeshop neu aufstellen oder wie auch immer, neu ausrichten. Im Zuge dessen hat sich, wie doch vielleicht einigen von euch aufgefallen ist, das Angebot oder die Produktpalette des Pomadeshops sich drastisch und deutlich geändert. Vor allem ist sie reduziert. Ja. Der jetzige, muss man sagen, auch internationale Shop mit den meisten deutschen und auch generellen Homebrewern, international gesehen, ist damit tatsächlich Spreestyle. Deswegen wird jetzt auch im Anschluss an dieses Video ein Produktreview von dieser Firma kommen, beziehungsweise von dem Angebot dieser Firma. Es ist natürlich ein deutscher Homebrewer und den will ich natürlich nicht verschweigen. Ja, ich bedauere es persönlich in der abschließenden Bemerkung sehr, dass es vor allem unsere allgewohnten Montagsvideos nicht mehr gibt. Ich habe das sehr genossen. Es war immer eine Reise für mich persönlich, glaube von 2018 bis 2024, wenn ich mich jetzt nicht richtig, besinne. Ja, finde schade. Ich wünsche aber dennoch allen Protagonisten, sollten sie noch beim Pomadeshop sein oder auch nicht mehr, wünsche ich tatsächlich alles, alles Liebe und alles, alles Gute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt euren Weg, wenn ihr euch neu orientiert habt, wieder gefunden und es geht. Ihr seid damit auch glücklich. Deswegen hier auch noch dazu der bemerkende Zusatz. Andi Kreuzer hat sich selbstständig gemacht, hat jetzt ein Forum Pomade World oder Pomade World, wie ihr es auch mal nennen wollt, wo sozusagen in größeren Mengen Pomade von teilweise auch internationalen Herstellern gekauft werden kann. Derzeit ist es nur, glaube ich, eine Handvoll von Pomaden, die dort verfügbar sind. Aber ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles, alles Liebe und Gute. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich auch, dass es mit dem Pomadeshop wieder, zumindest in der breiteren Produktpalette, wieder ein bisschen aufwärts geht. Derzeit kriegen wir ja nur, muss man sagen, die internationale Standardware. Ist jetzt sozusagen leider da nichts mehr Außergewöhnliches dabei. Aber gut, das ist sozusagen kaufmännische Entscheidung. Da haben wir wenig Einfluss drauf und sind sozusagen nur die Kunden. Ja, ich hoffe, ansonsten geht es natürlich dem Rest von euch gut. Wie gesagt, ich wollte eigentlich jetzt damit warten und zumindest mal ein abschließendes Kommentar, weil sich ja doch in absehbarer Zeit doch viele Dinge getan haben. Zumindest ist es nicht unkommentiert stehen lassen. Ja, es ist so, ich finde es schade, aber ich hoffe dennoch allen Beteiligten geht es gut und sie sind glücklich. Bis dahin, bis jetzt zum gleichfolgenden Video. Bleibt gesund und macht es gut.